heute früh um 8:30 Uhr. Was, Vanilla-Version? Gibt's da Erdbeer-Version, Schoki-Version? Vanilla-Version, habe ich auch noch nicht gehört. Okay. Ja, jetzt machen wir Nägel mit Köpfen. Also, ich möchte mich mit dir da nicht streiten, aber ich bin mir zu 1000% sicher, dass im Standard ETS kein Radio drin ist. Definitiv nicht. Und wenn bei dir Radio drin ist, dann ist das irgendwie geweckte Scheiße, aber kein Standard. Es gibt einen Radiostandard. Aber nicht in ETS. Doch. Das kann möglich sein. Wenn Singleplayer. Das kann sein, wenn du die CD-Version hast, ist da kein Radio mit bei. Hast du aber jetzt die neueste Version, die 1.12, was das da ist, das kann möglich sein, dass die Standardradio drin haben, aber die CD-Version hat definitiv kein Standardradio drin. Okay, also, was machen wir jetzt? Weil ich möchte schon langsam wieder losfahren hier. Ich weiß nicht, was ich da nehmen soll. Wieder so eine kleine Tour, oder? Leon. Eben alte Konversion. You like more. Was nehmen wir denn? Nach Schwina Katowice. Meinst du, ich finde aber noch Postnummern, ey, das ist echt zum Kotzen. Warte mal, schauen wir mal. Also ich kann ja für dich das mal gerne testen. Ich mach nur mal mein ETS auf, weil ich hab mir das ja notgedrungen neu installieren müssen. Hä, warum? Naja, weil Laufwerk T voll war und Steam auf Laufwerk T gelaufen ist und da. Fahren wir nach Katowice. Wurscht. Jetzt hab ich auf eine andere Platte gezogen, jetzt läuft wieder. Hast du was nach Katowice, Leon. Become so numb. So, und was sage ich dir? In der Standardversion habe ich hier keinen einzigen Radiosender drin. Hä? Radio, wenn ich hier Musikplayer, da kannst du deine eigene Musik drin machen. Und dann hast du hier noch einen Reiter, der ist Radio-Stream, der ist bei mir komplett leer. Okay. Aufgrund dessen, weil es die Standardversion ist. Okay. Bin ich jetzt baff? Ja, so, dann mache ich jetzt mal aus mein ETS, mein Eurotruck. So, und dann kopiere ich hier die downloadete Radio. Nach Katowice, okay. Gut, dann nehmen wir Katowice. Warte mal, wo war das? Da. Da, im Mix wird sogar gesagt, this is made for bla bla bla. Ich glaube, dass da nichts passiert. Okay, ich hole schnell meinen Trailer oder soll ich dir wieder hinterherfahren? Du bist ja eh schon wieder weg, oder? Ja. Genau. Hat er ja schon hier. Starte ich wieder meinen Eurotruck und ich sag dir jetzt, meine Liste ist voll mit Radio. Da kann ich bleiben. Egal. Ja, zieht's mir Geld, aber ist mir wurscht. Alter? Ja, und was sag ich dir, meine Radio ist jetzt wieder voll. Bei mir ist das Radio, sind die Radio von der Nicht-Standard dabei. Okay. Tja, treffen in der, ja, mach mal, Werkstatt. So, wer noch mitfahren will, kommt nach Gdansk, nicht Mann, wo sind wir jetzt? aua, in Gdansk sind wir, genau. Ja, passt schon. So, ich muss zu Sam Builders. Ich bin gleich wieder da. Also, in der Werkstatt. Bratislava. Ja, da war ja was, ne? Bratislava ist. Puh.
Slowakei, ja, das ist ja eh gleich runter. Ja, dann fahren wir da Richtung runter. Oder du kommst dann entgegen nach Katowice. Machen wir es ja so. Was mache ich denn? Flatter labern. Hallo? Ja, und es ging. Alter! Wo ist der? Pfeffer! So, komm zur Werkstatt. Okay, schau mal, wie es passt, okay? Gut, mach das. Theoretisch dürfest du dann auch kein Follower-Alert haben, weil das ist ja auch, GEMA. Ja, zum Beispiel, okay, diese Midis, was ich jetzt benutze, nicht. Oder diese Jingles, aber ich kenne zum Beispiel einen, diesen Überhubert, ja. Der hat, richtig einen Liederausschnitt von, Bad Bones, ja. Das dürfen wir dann normalerweise auch nicht, aber Jingles, soweit ich weiß, sind Jingles generell GEMA-frei. Nee, ich habe aber ein bisschen einen anderen Follow-Alert. Kann mir mal jemand followen? Schmarrn. Kannst du ja einen Test machen. Echt, kann ich das? Na, ich möchte nicht Preview ist gleich, Trust, oder? Ja, kenne ich schon. Diesen Preview-Test. Ja, schauen wir mal. Ach, was mache ich denn? Ich wollte ja... lauter labern. Aber wie gesagt, solange wie du ein Livestream machst, kann dir keiner eine Karre pissen. Okay. Ah ja, genau so. Danke für den Snoop. Nur wenn du das jetzt archivieren tust, dann können sie dir eine Karre oder... Ne, eine Karre nicht, aber die sperren dir halt das Video. Ja, okay, aber so zivilrechtliche Maßnahmen, so wie Knast oder so, oder irgendwie sowas. Oder... Echt? Ach, ja. Digga, Lastwagen gefahren, gehe ich in den Knast, okay. Ich bin vorbeigefahren, ja, ich weiß. Sag mal so, das liegt an Twitch, ob die das jetzt zivilrechtlich verfolgen oder nicht. Wenn die sagen, nee, das machen wir nicht, dann machen sie das nicht. Und wenn sie sagen, ja, das machen sie nicht, dann hast du Verpecher. Oh! Dankeschön für den Follow, BD Badur oder so. BD Badur, ja, genau. War das die Flensloop, der ich gerade gefollowt hat? Ja, und jetzt ist es BD Badur. Thank you for the follow. Follow. Ich wollte eigentlich dieses. Oh! Wäre auch cool kommen. So, ich bin jetzt. Ja, genau. Ja, fahr du voraus. Diesmal darfst du vorausfahren. Ja, können wir. Können wir. Fahr du voraus. Ja. Ich bleib da am Rand stehen und. Du darfst vorausfahren. Leon. Ja. War vorher voraus. So. Nächster Halt Bratislava. Bratislava, sorry schon. Kommt total durcheinander hier. Ich bin es gar nicht gewohnt, dass ich da vier Leute online habe. Ne, Schmarrn. Oh, ich krieg da voll Schwitzen. Ne, Schmarrn. Rekord war für dich jetzt vier Leute. Ja, vier Leute ist für mich viel. Ja, so als Noob oder so, ne? Ja, ich bin da voll der Noob. Also was Streamen angeht, was Lastwagenfahren angeht, nicht? Obwohl, ich habe keinen Führerschein. Aha, Schande über mich. Du, ich muss halt ehrlich sagen, die Leute, die manchmal Jacki-Führerschein haben, können immer besser fahren, als die, die ihn haben. Ja, okay, ich bin schon öfters weiß nicht, ob ich das jetzt sagen darf, also, diese dunkle Farbe, weißt du schon.
bin ich gefahren. Ja, ja. Oh, wird alles mitgeschnitten hier. Bundeskriminalamt ist schon angesetzt hier. Ja, geht's gut, Bundeskriminalamt. So, lass mal ein bisschen an Abstand da. Noch Elstin. Sag mal so, wenn sie bei dir vor der Türe stehen, du gerade am ETS hocken bist, kannst du immer noch sagen, ja, warte, ich bin im Spiel dunkel gefahren. Ja, genau. Jetzt muss ich mal schauen. Okay, wir fahren nach Katowice und ich habe Bohrer, 8 Tonnen dabei. Bohrer. Willst du Bohrer, Mann? Kriegst du Bohrer, Alter? Nach Stokes. Okay. Wie gesagt, wer mitfahren will. Wie der eine Amerikaner hier bei, auch bei Twitch, der hat gesendet hier Battlefield oder Call of Duty, was der jetzt zockt hat. Okay. Und der hat jetzt so laut aufgedreht gehabt, dass die Nachbarn eine Bullen rufen haben, weil sie dachten, da wird geschossen im Haus. Ja, ja, hab ich mitgekriegt, ja. Hab ich mitgekriegt, da ist das SWAT-Team reinkommen, ja, ja. Ja, ja, genau. Was meinst du, wie der geklupscht hat, Alter? Das muss dir erst einmal geben, ey. Du zockst da und keine Ahnung, mit deinem Clan oder was und dann aber. Ey, hoch! Alter! Renn da die Tür ein. Start zahlt. Perfekt. Krass. Come on and dance. Jojo. Machen wir gleich wieder ein bisschen Werbung, ne? Heute um 23.30 Uhr geht der Stream mit Strobi, mit mir, mit Babysch, mit André, mit Bronator, mit eventuell Eddie und mit Nico wahrscheinlich. Machen wir wieder einen Convoy-Stream? Wird bestimmt auch wieder Multistream, ja. Ich mach diesen Multistream nicht mehr, weil der leckt wie Sau. Das ist brutal, was der Performance reißt. Ja, das ist ja normal, weil meine, selbst wenn du schon mit 2 Multistream hast, wird ja von 2 gezogen. Mhm. Wenn du 4 oder 5 hast, dann kannst du eh knicken. Okay. Naja, dieser Leon, den was ich jetzt da hab, also muss ich echt sagen, Hut ab, der fährt gut. Naja, aber ich weiß immer noch sein Alter. Wahrscheinlich ist er noch so. Weiß nicht, ob er jung ist, aber. Er sagt's mir einfach nicht. Ich muss ja sagen, wie alt er ist, dann kann er ja mitfahren, wenn er 18. Ja, genau, also, genau, Leon, das wollte der ihn noch fragen, wenn. Stell dir im Gegensatz zu mir, fährst du eigentlich gut. Ich nehme jede Ding hier. Und ich wette mit dir dann, Leon. Ey, Michael Maase. Maase? Oder Mace? Michael Mace. Ey, was geht? Ja, bei uns geht viel. Alles, was nicht angebunden ist, geht, Alter. Alles, was Füße hat. Diese. Jo. 16 bist ja, du. Ja, das passt doch auch noch. Das passt doch noch. Wenn du ein anständiger Fahrer bist, nicht so ein Kai, den was wir letztes Mal gehabt haben mit 11, Alter. Boah. Ja, ja, das war heavy, ey. Nie wieder. Nie wieder. Ja, dieser, der Nico, nicht Nico 48, glaube ich, ist er. Oder irgendwie sowas. Ja, ja, ist Nico 48. Ja, genau. Der ist auch 16. Der ist auch, ja. Ab und zu mal ein bisschen gespinnert. Ja, kannst ruhig mitmachen. Kein Problem. Wir wollen heute nicht so welche, die was extra einander checken oder so. Also, das muss nicht sein. Wir sind laute alte Herren und. Weißt schon. Ich bin eigentlich der Älteste von allen. Ich fall mir gerade auf. Scheiße. So, wie alt bist du? Ja, ich bin das Tate 35. Naja, komm, das eine Jahr, was du da älter bist, ey. Ja, am 18., also in. Warte mal, warte. Heute haben wir den 16. In 2 Tagen werde ich. Rutsche ich wieder näher an den 40er ran. Da fritz mich gleich. 34. Naja. Bist du auch schon so ein alter Haudegen, okay? Ja. Naja, 80er Baujahr. Ja, ich bin 78. Ja, ich bin 80, Baujahr. Ja. Naja, 16 geht auch, also.
Wie gesagt, also da haben wir nichts. Wenn du anständig fährst und so, und es scheint wirklich so, dass du anständig fährst. Also ganz ehrlich gesagt, sagen wir mal so, solange wie man das nicht mitkriegt, wie alt du bist, gerade im Stream. Ja, Brunator, servus.